Herzlich willkommen, mein Name ist Carlos Martins vom Traders Club 24 und Thema heute von dem Video sind wieder mal Tipps und Tricks, die euch das Leben vielleicht ein wenig erleichtern bei der Bedienung vom MetaTrader. Ja, wir sehen hier aktuell den British Pfund, seht ihr oben links British Pfund US-Dollar und heute werde ich euch zeigen, wie man auch mit den Heikin Ashin Bars Kerzen, die Eröffnungskurse und Schlusskurse relativ schnell erkennen kann. Ja, ihr wisst ja, die Heikin Ashin Bars haben hier diese blaue und rote Verfärbung und das Problem hierbei ist, man weiß nicht genau, wo der Schluss- und Eröffnungskurs ist, weil sie geglättet sind. Dazu nutze ich einfach hier oben, ich gehe da mal ran, den sogenannten Balkenchart. Ich führe den mal ran. Ja, und dann seht ihr hier, ich mache das mal ein bisschen größer. Dann seht ihr hier die rechts und links diese Knupsis. Ja, links ist der Eröffnungskurs und rechts ist der Schlusskurs. Ja, die würde ich mir in eure Heikin Ashin Bars mit einfügen. Dann wisst ihr schnell, wo der Kurs letztendlich ist. Und da habt ihr schon gesehen, ich habe das größer und kleiner gemacht. Das geht ganz, ganz einfach mit der sogenannten Lupe hier oben. Ja, zoom ein, dann werden die noch größer und zoom zurück mit der Lupe hier auf Minus drücken. Und wir sehen hier, dass die Kerzen etwas kleiner werden. Ja, als ganz, ganz einfacher Feature, also hier oben auf Plus drücken und dann seht ihr hier etwas größerem Bild die Kerzen. Wenn ihr wieder auf kleiner macht, dann seht ihr das Ganze hier wieder in der normalen Situation oder ihr macht das ganz klein und dann seht ihr hier die Trends, eher rot, Abwärtstrend, blau, der Aufwärtstrend. Ich drücke mal wieder hier oben rein. So, die zweite Sache, die ich euch heute zeigen möchte, ist, wie berechne ich oder wie kann ich feststellen, auch wenn ich Backtesten mache, wie viel Pips denn die Bewegung gelaufen ist. Ja, und dazu benutze ich den sogenannten das Fadenkreuz. Ja, einen Klick drauf und dann seht ihr hier, das Fadenkreuz bewegt sich. Und wenn ich jetzt hier oben an die Spitze ranhalte, hier oben an der blauen Kerze, ja, bei 1,5727 linke Maustaste jetzt gedrückt halte, dann kann ich das hier runterziehen bis zum Tief hier. Ja, und hier seht ihr auf dem rechten Bildrand erscheint hier eine 44. Das sind 44 Kerzen und die Bewegung von der Spitze bis hier unten sind 115 Pips, die der Markt gemacht hat. Und der Kurs steht hier unten rechts bei 1,5612. Noch einmal, also Fadenkreuz nehmen und einfach reinziehen. Ah, hier die erste rote Kerze, die unter unserem gelben Preisband gehalten haben. Hier ranhalten beim Schlusskurs, linke Maustaste festhalten und einfach runterziehen bis zu dem Schlusskurs von hier. Und dann sehen wir 10 Kerzen, 72 Pips. Und der Kurs wird uns angezeigt hier bei 1,5623. Das ist die dritte Seite. Also erst die Anzahl der Kerzen, dann die Anzahl der Pips und dann der Kurs, so wo wir den Cursor letztendlich ranhalten. Ich mache es noch einmal. Ranhalten von hier unten. Da ist der Schlusskurs, der rechte Knupsi. Linke Maustaste festhalten und nach oben ziehen. Und wir sehen 24 Kerzen, 109 Pips und der Kurs ist bei 1,5727. Das nutze ich, auch wenn ich am Wochenende mir die Kurse anschaue und beim Backtesten. Und ich zeige euch jetzt mal hier oben grün, wenn ich auf den sogenannten Autoscroll drücke mit der Maus hier oben drauf, dann kann ich dieses Chartfenster hier verschieben, ja, zurückschieben. Und mir die Bewegung anschauen. Und wenn ich jetzt ein bisschen trainieren möchte, ich nehme jetzt mal unsere Markt und das mal weiter, dann haben wir ein bisschen größeres Bild. Ja, also Autoscroll-Taste drücken, rüberziehen, ja, bis zu einem gewissen Tag. Ja, und dann, und das würde ich mir dann an eurer Stelle auch notieren, auf eurer Computertastatur habt ihr die sogenannte F1-Taste, F2 ganz oben. Und wenn ihr auf F12 drückt, ja, ich mache das mal, dann bewegt sich der Kurs, ihr seht es auf der rechten Bildrand, immer um eine Kerze. Und somit kann man, immer wenn ich F12 drücke, ja, seht ihr, dass der Kurs sich entwickelt.
Ja, und so kann ich am Wochenende oder abends einfach mal testen, was wäre, wenn, ja, um einfach eine Strategie nochmal zu verinnerlichen. Ja, also ich zeige es nochmal. Grün, Autoscroll-Taste drücken, rüberziehen, ja, und dann einfach auf die sogenannte F12-Taste drücken auf eurem Computer. Und dann seht ihr hier, wie der Kurs, wie die Kerzen, wenn ich jetzt ganz schnell drücke, seht ihr, ja, also wenn ich immer nur einmal mit Pause mache, ja, könnt ihr ganz nach eurem Bereich gucken und testen, wie der Kurs sich hier entwickelt hat. Ja, ganz einfach. F12-Taste drücken und dann habt ihr hier die Situation. Wenn ihr jetzt auf die sogenannte F11-Taste drückt, dann erscheint hier die sogenannte komplette Bildschirm. Dann haben wir oben nicht mehr die Menüleiste. Ja, F11-Taste ist halt, habt ihr ein komplettes Chartbild. Ja, also für Üben ist das wahrscheinlich ideal. Ich zeige das nochmal. F11-Taste drücken, dann seht ihr oben unsere Icons, wenn ich da nochmal drauf drücke und dann haben wir hier ein komplettes Bild, F11-Taste drüber drücken. Ja? Und wenn ihr hier den Chart verändern wollt, so wie ich das jetzt mache, einfach linke Maustaste drauf drücken und nach rechts ziehen. Linke Maustaste drücken und nach rechts ziehen. Ja? Und so können wir ganz schnell den Markt hier bewegen. Und wenn ich mir jetzt wieder oben auf diesen roten Chart-Shift drauf drücke, komme ich wieder zur Ausgangssituation und hier ist das der 17. September. Ja, halten wir nochmal fest. Also hier oben die Lupe, viel größer oder kleiner. Das ist auch ideal, wenn man zum Beispiel sich einen Tageschart anschaut. Mache ich mal. Rechte Maustaste. Da könnt ihr hier auch übergehen über täglich. Und jetzt haben wir den Chart auf Tagesbasis, auf D1, seht ihr auch hier oben. Ja, wenn ich das Ganze ein bisschen kleiner mache, sehen wir hier die schönen Moves, die der Markt hier gemacht hat. Linke Maustaste gedrückt halten, nach links ziehen. Ja, und dann sehe ich die Kerzen hier auf Tagesbasis. Wenn ich ein bisschen größer mache, sehe ich die schönen Bewegung. F12-Taste, um Backtest zu machen und zu schauen, aha, hier wäre ich eingestiegen, da wo das lila Teil ist, oder hier wäre ich eingestiegen, weil wir unter dem gelben Preisband sind und eine rote Kerze ist. So möchte ich dann das Ganze auf den Tageschart ansehen, habe ich das hier und wenn wir das auf Stundenchart machen, einfach hier rauf gehen und auf eine Stunde und dann sehen wir hier den Stundenchart, dann kann ich wieder zurückziehen zur Ausgangssituation und wenn ich wieder trainieren möchte, Autoscroll-Taste hier oben drücken, rüberziehen. Ja, und nochmal auf die F12-Taste und dann kann ich hier das Backtesten tätigen. Jetzt hole ich nochmal kurz meinen Markt rein. So, und wenn wir jetzt hier beim Backtesten um British Pfund US-Dollar eine Stunde und ich möchte jetzt schnell den US-Dollar Schweizer Franken schnell in meinem Chartbild haben, auch hier linke Maustaste draufdrücken, hier auf den USD Schweizer Franken einfach rüberziehen und wir sehen hier sofort USD Schweizer Franken, möchte ich den Euro British Pfund schnell in meinem Chart haben, einfach linke Maustaste drücken, rüberziehen und ihr seht sofort Euro British Pfund ist mit einem Klick auf euren Chart. Schneller könnt ihr keinen neuen Chart auch einfügen. Das ist auch gerade wichtig, wenn ihr eure Indikatoren auf dem Chart habt und müsst das nicht neu anlegen. Also nochmal, einfach hier Euro-Yen anfügen und ihr habt den Euro-Yen dann dementsprechend auf H1 oder wie ihr ihn haben möchtet. Ich hoffe wieder, ich konnte euch ein paar Tricks mehr zeigen zum MetaTrader 4. Wünsche euch viel, viel Spaß beim Üben oder beim Realtime-Traden. Euer Carlos.